Haut hin. Letztlich trifft das nicht ganz, aber ist viel zu hart an der Realität. Deswegen haben wir ja unsere 527. Mahnwache, zu der ich euch herzlich willkommen heiße. In einem respektvollen Dialog seit 2014 stehen wir hier seit Beginn der einseitigen Berichterstattung in der Ukraine-Krise und bieten hier ein offenes Mikrofon, wo jeder zu Wort kommen kann. Wichtig ist, dass es halt ein respektvoller Dialog ist und die Redezeit von 7 Minuten nicht unbedingt überschritten wird. In unserem letzten Orga-Treffen haben wir ja schon besprochen, was könnte man noch besser machen an der Mahnwache und wie wollen wir das Format gestalten. Und ein Resultat daraus war, dass wir gerne ein Newsflash den Leuten so ein bisschen zur Verfügung stellen, wo jeder seine eigene Meinung kundtun kann und auch mal aus seiner Sicht einen kurzen Abriss, wie denn die Woche war, wie er sie wahrgenommen hat. Dafür hat sich heute die Iris bereit erklärt, die Computerprobleme hatte und trotzdem das hingekriegt hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Deswegen möchte ich als erstes die Iris ans Mikrofon bitten und für weitere Redebeiträge bitte mir ein kurzes Zeichen geben, stehe ich hier rechte Hand von eurer Sicht aus. Dann viel Spaß und Erkenntnis heute bei der heutigen Mahnwache und los geht's. Genau, also ich wollte nie gleiten und ich mag ja Kontinuitäten und eigentlich Kontinuitäten der Person. Und jetzt nicht so sehr die Kontinuitäten meines Lebens, was da heißt, Mitte letzter Woche hatte ich keinen Internetzugang mehr, nur noch auf dem beschlöten Smartphone. Und deswegen sind sie nicht nachrecherchiert, die Beiträge. Aber alles ist für was gut und sei es als schlechtes Beispiel, wie es so schön heißt. Die wichtigste Nachricht ist für mich gewesen, die jährlich stattfindende Woche, um die RBS Rammstein zu schließen. Das ist eine alte BRD-Friedensinitiative, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, gegen die Drohnenmorde, die Deutschland mitverantwortet, und gegen die logistische Drehscheibe, die halt die RBS Rammstein für all diese völkerrechtswidrigen Kriege darstellt. Da gab es vor allen Dingen auf der Hauptkundgebung einen neuen Sprecher, vermutlich wegen dem Massaker, was die ganze Zeit seit nunmehr über 8 Monaten im Gazastreifen stattfindet. Genau, also dieses Treffen, wie gesagt, gibt es schon seit vielen Jahrzehnten und es hat sich leider trotz der aktuellen Situation nicht wesentlich vergrößert. Also die aktivste Gruppe sind noch die Palästinenser, die halt wirklich direkt betroffen sind, indem ihre Familienangehörigen dort permanent umgebracht werden. Dann gab es in allen alternativen Medien die Meldung von der Bianca Witschel, der Ärztin, die verurteilt wurde. Wenn ich mich recht entsinne, hatten wir letzte Woche gesagt, die ist freigekommen. Sie ist verurteilt worden, also zu Gefängnis tatsächlich. Aber freigekommen ist sie. Ja. Also erstmal 2,2 Jahre soll sie einsetzen. Ist zu über 2 Jahren ist sie verurteilt worden. 2 Jahre, 8 Monate. Ja. Berufsverbot. 46.000 Euro Geldstrafe, also und Entzug ihrem Recht, ehrenamtliche Dienste ohne weiteres ausführen zu dürfen. Also 3-jähriges Berufsverbot habe ich. Aber sie ist auf freiem Fuß und sie ist zu Hause, muss ich halt definitiv bei der Polizei treffen. Also das ist sozusagen der positive Aspekt, dass die Unrechtsverfahren beendet ist. Genau. Daraufhin habe ich mal bei Multipolar nochmal geguckt. Die haben jetzt in den Fokus gestellt die Kontokündigungen, die Standard geworden sind für quasi nonkonforme Publizisten. Dieses kommt den Berufsverboten der 70er Jahre ziemlich nahe, also ist quasi identisch. Und sie führen
unter anderem aus, also das zumal, wenn halt diese publizistische Tätigkeit zumindest teilweise dem Lebensunterhalt auch dient. Das gibt es in dieser Form bereits seit 2001. Da wurde zunächst das Konto der Republikaner gekündigt und der Jungen Freiheit. Dann wurde 2013/14 wurde einem Bankkritiker wurden die Kontogrundlagen und damit die Finanzierungsmöglichkeiten entzogen. Das war ein Kommunist. Doch selbst auf Privatpersonen hat es übergegriffen. Da will ich jetzt mal hier noch nennen den HNO-Arzt Bodo Schiffmann, den Rechtsanwalt Markus Heinz und Gunnar Kaiser, ja, die halt jetzt nicht mal nur publizistisch tätig waren, sondern deren private Konten das auch betroffen hat, womit denen quasi mehr oder weniger die Lebensgrundlage entzogen wird, weil Mieten, was weiß ich, Telefon, alles läuft über ein Konto und ist quasi nicht so einfach ohne zu ersetzen. Dann gab es die Schweizer Friedensinitiative. Ich meine, hatten wir vorher schon gesagt, ein kleiner Scherz, ja, ohne Einladung der Beteiligten ist das irgendwie eher eine Satire als eine sinnvolle Initiative. Es waren 160 Staaten eingeladen, von Anfang an ohne Russland, weil Russland ist ja nicht erheblich und laut unseren westlichen Wertegemeinschaften will Russland ja ohnehin keinen Frieden. Ja. Also wir alle wissen, dass sich das anders verhält. 2014, 2007, wo die Russen bereits sagten, wo Putin selbst bereits sagte, das ist eine absolut rote Linie, es wird eine militärische Auswirkung haben, wenn die Ukraine in die NATO eingebunden war. Also seit 2007 weiß man es sozusagen ganz offiziell, wohin das führen würde, aber trotzdem haben wir halt einen völlig unvorbereiteten und von oben herabgefallenen Angriffskrieg Russlands, das keinen Frieden möchte. Immerhin ist die Weltgemeinschaft schon etwas schlauer als die westliche Wertegemeinschaft. Es haben nur 92 Teilnehmerstaaten überhaupt zugesagt und nur 57 davon haben Staats- oder wichtige Regierungsmitglieder geschickt, also Staats- oder Regierungschefs oder halt wichtige Mitglieder der Regierung. Und selbst von diesen nur 92 Mitgliedern, die da waren, haben 13 die Abschlusserklärung nicht unterzeichnet. So, dann gab es 75 Jahre Grundgesetz. Ja, da war mal was mit nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, ja, so war im Vorfeld der Entstehung des Grundgesetzes, ja, mal hieß es aus Teilen der CDU, aus der SPD, aus der KPD, war sozusagen die Tendenz für Sozialismus, für Demokratie und für internationale Verständigung. Das hat sich nach der Verabschiedung des Grundgesetzes, war die Stimmung bereits etwas gekippt. Das Aalener Programm der CDU war aufgelöst. Und weil wir jetzt auch hier diesen 17. Juni hatten und man da ja immer wieder hört, wie brutal doch diese DDR gegen ihre eigene Bevölkerung vorgegangen ist, möchte ich einfach mal noch erwähnen, dass in der BRD auch 48 die Leute, und da hat man keine Woche gewartet, sondern hat sofort das Militär auf die Leute geschickt, die beteiligt werden wollten an den Gewinnen, die sie erarbeitet haben. Es gab in der BRD auch mehrere Fälle, wo die das Militär gegen die eigene Bevölkerung gehetzt haben. Das war nicht ein Spezifikum der DDR, sondern das wegen am Generalstreik unter anderem und das habe ich jetzt vergessen. Es gab aber noch was anderes. Wegen der Preiserhöhung und wegen Sozialisierung der Betriebe, ja. Ja, aber Sozialisierung der Betriebe ist ja schon sehr weit und auch, ja, aber auch wegen wesentlich geringerer Forderungen. Genau. Wegen der Volkskongresse. Das weiß ich jetzt gar nicht. Es gab ja unter die Volkskongressbewegung, auf der die Verfassung von 1945 ausgearbeitet wurde. Und
westdeutschen Bevölkerung es verboten wurde, dort mal teilzunehmen. Ja, ja, genau. Also man hat, das will ich jetzt, weil das ja, das will ich jetzt nie weiter ausführen, weil das soll ja jetzt Nachrichtenteil sein, aber man hat seitens des Westens die Wiedervereinigung damals ganz gezielt verhindert, weil man sonst eine Neutralität Deutschlands hätte sicherstellen müssen. Ja, die Österreicher waren das auch. Was haben wir denn noch? Ja, sehr schön fand ich auch, die Slowakei löst ihren Staatssender auf. Und es funktioniert. Wir sollten uns ein Beispiel daran nehmen. Schon nachdem deren Ministerpräsident doch irgendwie sehr gute Aussagen zum Ukraine-Krieg getroffen hat und Gott sei Dank auch wieder wohlauf ist. So, dann gab es bei der EU noch, aber wie gesagt, ich konnte das dann alles nicht mehr im Detail nachrecherchieren, deswegen mache ich das jetzt super kurz. Also es gab in der EU noch neue Vereinbarungen, wie man jetzt halt Munitionslieferungen sicherstellt bis 2027. Man kauft amerikanische Tarnkappenbomber, damit ist das EU-Projekt der Entwicklung von Tarnkappenbomber ein Milliardengrab, ja, was sonst. Und man kauft den Schutzschirm der Israelis, der gerade vorgeführt wurde, wie man ihn aushebeln kann. Auch eine durchaus sinnvolle Initiative. Genau. Sehr schön. Ja, dann gab es den neuen Verfassungsschutzbericht und so, aber die haben sie. Sehr geil. Dankeschön. Guten Abend. Ich möchte etwas vorlesen. Das stammt vom Ostermarsch diesen Jahres. Und zwar hat die Michelle, die Frau von Dennis Duval, der ist hier, hat eine Übersicht gegeben über ihren Kampf gegen Atombomben und auch gegen atomar, also Nutzung, zivile Nutzung von Atomkraft. Und ich lese mal den Atombombenteil vor. Das ist also eine Art geschichtlicher Abriss, den Dennis durchlaufen hat, einfach zur Information. Also ich wollte jetzt nicht über das Aktuelle sprechen. Ihr habt ja schon darüber gesprochen, wie ich gehört habe. Das kann dann jemand anders machen oder wir können das gemeinsam diskutieren. Ich will nur das vorlesen. Nochmal zur Erinnerung und auch um meinen Respekt zu zeigen gegenüber dem, was die beiden bisher geleistet haben in ihrem Leben. Kann man es gut hören? Ostermarsch, 1. April 2024. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind Michelle Schilo und Dennis Duval. Wir sind Auswanderer aus dem Bundesstaat Arizona in den USA und leben nun in Deutschland. Um bei meinen drei Enkeln und sieben Enkelkindern zu sein. Was mich sehr freut, sagt Michelle. Wir sind mit der Dresdner Friedensinitiative befreundet, die uns gebeten hat, heute hier über unsere Arbeit für den Frieden und gegen Atomwaffen zu sprechen. Dennis hat sich Bücher überall atomwaffenfrei jetzt dem Widerstand gegen Atomwaffen angeschlossen, um amerikanische Atombomben vom NATO-Stützpunkt Büchel in der Nähe von Koblenz zu entfernen. In den vergangenen 7 Jahren hat er zusammen mit anderen deutschen, amerikanischen und niederländischen Atomwaffengegnern Mahnwachen, Blockaden und Besichtigungen durchgeführt und wurde mehrfach verhaftet. Er war zuletzt für 60 Tage im Gefängnis von Bautzen in Sachsen. Im Jahr 2009 nahm Dennis teil an der ersten zivilen Widerstandsaktion auf dem Drohnenstützpunkt Creech in der Nähe von Las Vegas, Nevada. Creech ist das Operationszentrum der weltweiten Drohnenkriege. Der Shutdown-Creech-Widerstand ist Teil des jährlichen Sacred Peace Walk von Las Vegas, 65 Meilen zum Testgelände auch in Nevada, wo 100 Atmosphärentests und 800 unterirdische Atomtests
mit Atombomben zwischen 1951 und 1992 stattfanden. Auch im Jahr 2009 nahm er an einem Friedensmarsch teil, der von dem buddhistischen Mönch Zenji, dem Wanderer für den Frieden, geführt wurde. Dieser 65 Meilen weite Marsch begann bei den Atombombenlabor in Los Alamos, New Mexico, und endete an Trinity Site, New Mexico. Trinity ist der Ort, an dem am 16. Juli 1945 die erste Atombombenexplosion stattfand, also als Test. Dennis protestierte oft mit der Raisin Missile Systems in Tucson, Arizona. Raytheon ist ein großer Waffenhersteller, schon wahrscheinlich schon davon gehört, was die alles machen, der Raketen für die Drohnenkriege und die laufenden Kriege in der Ukraine und in Gaza produziert. Im Jahr 2010 protestierte Dennis in der Oak Ridge Y-12 Atombombenfabrik in der Nähe von Knoxville, Tennessee, in den Südstaaten und verbrachte dabei 30 Tage im Gefängnis. Atombombenproteste führten von Lawrence Livermore Nuclear Labs in Kalifornien, wo nukleare Sprengstoffe entwickelt werden, zur Vandenberg Space Force Base, wo Minuteman-Raketen zu Testzwecken gestartet werden, von einer Küste in Südkalifornien zu einem Testgelände im Südpazifik. Also werden die gestartet. Ja, nee. Das ist nicht so weit gelaufen. Gute Freunde bei Nukewatch in Lac, Wisconsin, koordinieren Delegationen amerikanischer Atomwaffengeger, Gegner, die an Friedenscamps in Deutschland teilnehmen, und direkte Aktionsblockaden in Büchel und auf dem NATO-Stützpunkt Volkel in den Niederlanden durchführen. Letztes Jahr sprühten Demonstranten die Worte Tatort Atombomben, Atomwaffen, Ausrufezeichen, an den Eingang des NATO-Stützpunkts Büchel, um darauf hinzuweisen, dass die Planung und Vorbereitung eines Atomkriegs in Büchel ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellt. Zu Hause hier in Radeberg hält Dennis eine Mahnwache am Radeberger Rathaus ab, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Völkermord in Gaza zu lenken. Und schließlich hat Radeberg nach siebenmonatiger Lobbyarbeit im Stadtrat für den Atomwaffenverbotsvertrag gestimmt. Und sich damit 141 anderen Städten in Deutschland angeschlossen. Die Abschaffung von Atomwaffen fordern. Atomwaffen sind illegal. Vielen Dank und frohe Ostern an alle. Frohe Ramadan, frohe friedvoller Frühling. Liebe Grüße, Michelle und Dennis. Guten Abend, ich bin Dennis. Danke Friedrich. Ich war in Ramstadt mit Robert und Menschen, und ich wisse, dass Rammstein ist so lange bleiben in Deutschland. Ich bin für Frieden
für Freiheit, Menschenrechte. Ich bin gegen Krieg, Atombomben. Und ich bin gegen amerikanische Waffen, amerikanische Soldaten, amerikanische Atombomben in Deutschland. Und ich spreche Atombomben, amerikanische Waffen, Soldaten und Atombomben raus aus Deutschland. Ganz kurz noch, es waren, glaube ich, etwa gleich viele wie letztes Jahr auf der eigentlichen Demo. Auf dem Camp waren mehr, aber letztes Jahr hat die Demo Stopp Rammstein es ja geschafft, vor der eigentlichen Airbase zu demonstrieren und dort tatsächlich ein paar Stunden den ganzen Betrieb zu, den Eingang zu blockieren, dadurch den Betrieb aufzuhalten. Was so weit geführt hat, und das kann man schon, denke ich mal, als einen schönen Erfolg verbuchen, dass der Kommandeur der Airbase, also des Luftwaffenstützpunktes der Amerikaner, dann dort in seinen Jogginghosen irgendwie aus dem Zimmer gestürmt kam und ganz wild rumfuchtelte und von dem verantwortlichen Polizisten wissen wollte, wer hier sozusagen den Chaoten das Feld überlassen hat, und also ganz wild war, dass das wie das so kommen konnte. Genau, und dieses Jahr war das nicht erlaubt, dort in der Nähe, das war ja eigentlich noch relativ weit weg von dem eigentlichen Eingang, zu demonstrieren. Man hat sich dann also auf eine Route durch Kaiserslautern entschieden. Dort gab es dann noch die ganz späte, aber eben sehr ungünstige Ansage oder Auflage, dass man keine Trommeln benutzen darf, weil das eine Ruhestörung sei, Samstagmittag in der Innenstadt. Natürlich sind Trommeln da eine Ruhestörung, wir mussten uns dann eben daran halten. Es wurde dann dafür die ganze Zeit gesungen, also auf dem ganzen Marsch wurden ununterbrochen Lieder gesungen. War auch eine tolle Stimmung, gab auch eine tolle Reaktion von Seiten der Passanten und der Anwohner. Sehr enthusiastisch, aber eben für so eine große Stadt erstaunlich, dass es nicht mehr waren. Danke. Hallo. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Danke und danke Iris auch für deinen Vortrag. Ich könnte jetzt zum Thema Slowakei noch ein bisschen was sagen, aber das eventuell zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt wollte ich eigentlich zu einem ganz anderen Thema sagen, und zwar im Anschluss an die Rede von Stefan von vergangener Woche wollte ich mal kurz erklären, wie mein Verhältnis zu Gruppenidentitäten ist. Also dort ging es um Nationen, aber ich würde es etwas breiter fassen. Also erstens muss ich dazu sagen, bei mir ist es so, ich habe ein prinzipielles Problem mit Gruppenidentitäten. Das ist schon seit kleiner Kindheit gewesen, aus dem ganz einfachen Grund, ich war schon immer ein bisschen anders. Inzwischen weiß ich auch, woran das liegt. Manche Leute wissen das auch. Ja, und es fiel mir extrem schwer, mich anzupassen, so zu sein, wie es von mir verlangt wurde. Nicht, dass ich nicht wollte, ich konnte es einfach nicht. Und das zum einen. Und zum zweiten war es so, dass ich ziemlich genau wusste, was ich selbst wollte. Und das hing damit zusammen, auch freundlich auf andere Leute zuzugehen und nicht irgendwie wir gegen die. Damit hatte ich schon im Kindergarten ziemliche Probleme. Also an diesen Gruppenkeilereien und so weiter habe ich mich nie beteiligt, schon allein. Sieht man vielleicht heute mir auch noch an. Ich hätte dort keine Chance gehabt. Aber das sozusagen nur nebenbei. Ja, und selbst bei Eigenschaften, die für mich sehr wichtig sind, ist es nicht so, dass ich sage, wir sind die Guten und die anderen, mit denen will ich nichts zu tun haben, sondern auch
weil ich diese Ausgrenzungserfahrung erlebt habe, will ich auch andere Leute nicht ausgrenzen, egal, sondern versuchen, unabhängig davon, wo sie herkommen oder so in der Richtung, freundlich auf sie zuzugehen. Ja, und außerdem weiß ich ja, ganz viele Leute haben ganz viele Eigenschaften, also wenn schon, dann müssten sie zu ganz vielen Gruppen dazugehören. Und ja, es gibt ein kleines Problem, wenn dann gesagt wird, so, weil du das und das bist, musst du dich schon so verhalten oder sowas in der Richtung, ja. Also ich muss zugeben, ich bin kein Heino-Fan, beispielsweise. Und auch mit den deutschen Nationalfahnen kann ich weniger anfangen. Gut, das hat auch was mit meiner DDR-Prägung zu tun. Aber ich kann natürlich umgekehrt verstehen, wenn andere Leute das ganz anders sehen, weil wir alle wollen akzeptiert werden, wir alle wollen geliebt werden, und wenn es dann natürlich eine Gruppe gibt, die wo man dazugehören kann, wo man sich geborgen, vertraut fühlt, ist das natürlich sehr angenehm. Aber ich versuche es eben, dass das nicht eine ganz spezielle Gruppe ist, sondern dass ich das möglichst mit allen Leuten erleben kann. Und ja, ich habe festgestellt, ja, ich kann dann wirklich auf unterschiedliche Leute entsprechend zugehen und mich mit ihnen unterhalten. Und ja, selbst wenn sie aus ganz anderen Ländern beispielsweise kommen, kann es durchaus ganz interessant sein. Ja, und ich muss dazu sagen, weil Nation angesprochen worden ist, ich weiß, damals noch in der PDS, das muss Ende der 90er Jahre gewesen sein, gab es da auch schon mal eine Diskussion drüber. Und da habe ich beispielsweise gesagt, was das für mich bedeutet. Und da habe ich beispielsweise auf Heinrich Heine hingewiesen, neben ein paar anderen Leuten. Heinrich Heine dürfte ja bekannt sein, bekannter Dichter und Schriftsteller. Und ja, zwar deutscher Abstammung, aber hat aus politischen Gründen lange Jahre in Frankreich gelebt und hat eben auch versucht, dort zwischen beiden Ländern zu vermitteln, und ja, und wurde wegen seiner jüdischen Herkunft auch entsprechend benachteiligt und hat da auch versucht, gegen diese Benachteiligung entsprechend vorzugehen. Ja, und er hatte schon damals Deutschland ein Wintermärchen von 1844 nachzulesen, auch mit Schwarz-Rot-Gold schon Probleme, weil er bei der Burschenschaften erlebt hatte, wie das nationalistisch aufgeheizt werden kann und dort in eine negative Richtung gehen kann. Also, aber es betrifft nicht nur Nation, es betrifft auch solche Sachen wie Geschlecht, Hautfarbe und so weiter, wo ich für mich Probleme habe. Wie gesagt, ich kann absolut verstehen, wenn andere Leute das aus den genannten Gründen ganz anders sehen wollen. Ja, und ich habe eben erlebt, nochmal kurz Thema Nation. Ja, früher war es so, da waren die Untertanen nach ihren Herrschenden genannt worden, also kleiner Hinweis. Wir leben hier, wird gesagt, wir leben in Sachsen, aber das hat historischen Hintergrund einfach darin, dass vorneweg war hier Markgrafschaft Meißen, beherrscht von den Wettinern, und die haben 1400 noch was auch das Herzogtum Sachsen verliehen bekommen, und seitdem heißen sie Sachsen und wir, die in ihrem Herrschaftsgebiet leben, auch. Nur mal als ein Beispiel, ja. Also, und irgendwann später hieß es dann mal, ja, es gab nicht mehr die Herrschaft von Gottes Gnaden, also brauchte man eine andere Rechtfertigung. Aber natürlich kann ich alle verstehen, die sagen, ja, wir haben gewisse Erfahrungen, wir haben gewisse Gewohnheiten und so weiter, und die möchten wir gerne leben, das ist für uns vertraut. Ja, gut. Also das bloß sozusagen als Erklärung. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Vielen Dank. Ja, sehr gut.
Guten Tag, guten Abend schon. Heute möchte ich einige Worte zum Thema deutsche Medien sagen. Konkret eine Talkshow von Frau Meisberger und eine Talkshow von Herrn Lanz. Und dann bei Markus Lanz am 11. am 11. Juni gab es ein General AD zu Gast, Wolfgang Richter. Er hat dort sehr viele interessante Sachen gesagt. Und diese Sachen sind in deutschen Medien sehr ungewöhnlich. Nochmal, wer hat das gesagt? Wolfgang Richter. Wer ist das? General AD. Okay. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass Russland hat niemals Georgien überfallen. Hier höre ich immer wieder anders. Er hat ganz deutlich gesagt, ich war dabei, ich meine von Nord in Georgien, und ich weiß, dass Georgien hat Südossetien überfallen und inzwischen stehende russische Soldaten überfallen. Und Russland hat danach geantwortet. Gut. Und diese Markus Lanz Talkshow von 11.06. Kann man in CDF Mediathek finden, aber gekürzt. Gekürzt etwa 5 Minuten von insgesamt 15 Minuten. 5 Minuten wurde gekürzt. Er hat zum Beispiel solche Sachen gesagt. Das USA gehen langsam zur Seite. Das habe ich von einer Seite vor einer Woche schon gesagt. Die USA wollen diese Verantwortung für Waffenlieferung, für Geldlieferung an EU übergeben. Und jetzt hat er das noch einmal gesagt. Dann, dass die deutschen Experten, wirtschaftliche Regierungsexperten, haben totale Quatsch gemacht. Und zum Beispiel Waffenproduktion kann nicht in EU schnell und viel mehr produzieren, nach ganz einfachen Sachen. Man muss zuerst die Geräte kaufen, danach Stahl kaufen, danach weiter. Danach muss man noch die Leute finden, die auf diese neue Werke arbeiten oder in mehrere Schichten und so weiter und so fort. Das bedeutet, das dauert. Und zweite, dann noch dritte hat schon noch gesagt, dass wenn wir das Problem mit Waffen lösen, dann es gibt anderes Problem. Es gibt keine Leute, nicht genug Leute in Ukraine. Und die Ukraine hat jetzt schon etwa 1,5 Millionen ausgewanderte Männer nach Europa und dann ungefähr so viel auch nach Russland in alle Richtungen. Und es gibt einfach keine Leute und das bedeutet, NATO muss eigene Truppen schicken. Er hat diese Frage gestellt, danach natürlich Macron, Präsident Macron genannt und so weiter. Aber es ist ungelöst und unmöglich zu lösen. Dann weiter. Er hat zusammen mit Markus Lanz hat er gesagt, dass die Russland-Leute sind geschockt mit deutschen Panzer in Ukraine. Und seit dieser Zeit mehrere Schichten, die im Prinzip nicht für diesen Krieg waren, sind schon eigene Meinung geändert. Sie haben entschieden, es musste unbedingt notwendig sein. Weiter, sechste. Beste Teil von seiner Rede, was treibt die Russland-Eliten? Und hier hat er gesagt, ich habe ganz andere Meinung im Vergleich mit Herrn Hofreiter, er war dabei auch, er hat
wie immer diese Geschichte erzählt. Russland möchte Ukraine okkupieren und danach EU überfallen und so weiter. Er sagte, nein, die wollen keine EU-Staaten und keine Ukraine. Sie wollen nur bestimmte Ziele, und diese Ziele wurden schon seit 30 Jahren verfolgt. Und zwar, NATO darf nicht zu russischer Grenze immer näher zu bewegen. Und dazu hat er gesagt, dass vor 30 Jahren wurden schon mehrere Verträge abgeschlossen, aber zum Beispiel Atom. Waffen, weitere Waffen, mehrere. Und USA, er hat das gesagt, USA hat alle diese Verträge gekündigt. Von Bush Junior bis zum Trump. Schritt für Schritt. Für General ist das sehr ungewöhnlich. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kommt er wahrscheinlich nicht mehr. Genauso wie General Kujat, er war früher ein Fernseher. Aber ab bestimmten Aussagen sehe ich in großen Fernsehen ihn nicht mehr. Gut, und dann als letzte hat er das, was ich schon erzählt habe, zum Thema Georgienkrieg gesagt. Gut, das war Wolfgang Richter, General AD. Gut, habe ich noch Zeit, oder? Kleine Sache geht noch. Ich habe noch eine große Sache, aber dann erzähle ich das etwas später. Jetzt möchte ich nur eine sagen. In ukrainische Blogger-Medien habe ich sehr schwarzen Humor, kann man so sagen, gehört. Warum bombardiert Russland immer wieder diese Energiewerke? Nicht Atomwerke, Wasserwerke, Gaswerke und so weiter. Und Antwort ist klar. Die ukrainische Regierung hat schon seit Jahren gesagt, wir sollen unsere Vergangenheit kommunistische zerstören. Aber alle diese Werke wurde in sowjetischer Zeit gebaut. Und Russland hilft uns. Diese Dekommunisierung heißt es. Gut, das war's. Danke. Okay, also dann mache ich noch zwei kurze Ergänzungen zum, zum Informations- oder zum Nachrichtenteil. Zum einen hat sich ja letzte Woche der Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion zum 83. Mal gejährt, und das wurde auch begangen, aber eben nicht nur in Russland, sondern in vielen, vielen Ländern der Welt, auch in Mexiko zum Beispiel, und man hat da sich diesmal so eine Aktion ausgedacht, die dann eben die Runde gemacht hat, dass man mit Kerzen und solche dann so Luftbilder produziert hat, wo dann Schriftzüge waren, die dann den 27 Millionen toten Sowjetbürgern, die das bedeutet hat, am Ende gedacht wurde. Auch in Deutschland, in Berlin, gab es am Ehrenmal des Soldaten, ich weiß gerade nicht, wie der genaue Titel ist, eine entsprechende Veranstaltung. Ja, und in dem Zusammenhang die andere Nachricht. Es gab ja wieder mal einen Terroranschlag, also einen Raketenschlag von der Ukraine aus auf zivile Ziele in Russland, in diesem Fall also unter anderem auf die Krim. Da ist man mit solchen Attack-Cams, also amerikanischen Raketen, hat man den Strand von Sevastopol bombardiert,
wo also die Zivilbevölkerung baden geht. Und 5 Raketen sind abgefeuert worden, 4 wurden abgefangen, eine hat es sozusagen fast bis zum Ziel geschafft und ist dann in der Luft explodiert. Nun haben die Amerikaner ja seit über einem Jahr der Ukraine auch und die Europäer auch Streumunition geliefert für diese Geschosse, für diese und andere Geschosse. Streumunition ist eigentlich verboten. Streumunition entfaltet dann eine viel, viel größere Zerstörungswirkung, weil sie überall in hunderten Metern Radius Explosionen hervorruft. Und das kann man sich dann sozusagen denken, was das an einem dicht besuchten Strand bedeutet. Es sind viele, viele Verletzte. Es gab auch Tote, bisher 5, 3 davon Kinder. Und die russische Regierung hat als Antwort darauf, was ja zu befürchten war und was auch damit ja genau provoziert wurde, dieses Mal nun offiziell gesagt, die USA sind Konfliktbeteiligter, sind Kriegsbeteiligter. Was das im Einzelnen dann bedeutet, wird man sehen, aber man kann sich ja denken, dass das nichts Gutes ist. Und sie haben nochmal die Fakten aufgezählt, diese in der Begründung dafür, diese Raketen bekommen die Steuer- und Zielkoordinaten, die ganzen Daten, die sie brauchen, um überhaupt gelenkt werden zu können, von den Amerikanern, von deren Zielauffassung. Die Rampen, wo sie abgeschossen werden, diese HIMARS, sind auch eigentlich nur mit amerikanischem Militärpersonal bedienbar. Das alles sind, dafür ist, es ging zwar von ukrainischem Territorium aus, aber der Hauptverantwortliche für diese Terrorschläge sind eben die USA. Und jetzt werden wir sehen, was daraus wird. Das war's erstmal, danke. Ich möchte heute Abend über 2 Worte sprechen. Das eine Wort heißt Hoffnung, das andere Wort heißt Trauer. Als 1904 die angloamerikanische Achse bei ihrem Versuch, den Monopolkapitalismus auf dem Planeten mit drastischen militärischen Mitteln durchzusetzen, gab es damals für die angloamerikanische Achse auf diesem ganzen Planeten nur noch 2 Länder, die das angloamerikanische monopolkapitalistische Projekt hätten gefährden können. Das eine war damals das sehr prosperierende Deutsche Kaiserreich, das andere war damals die Sowjetunion. 1904 war halt China und Indien eine Nulladresse im machtpolitischen Spiel auf der Erde. Als nach dem Zusammenbruch im Zusammenhang des sogenannten Zweiten Weltkrieges nach 1945 die angloamerikanische Achse ihr Projekt des Monopolkapitalismus fortsetzen wollte und zumindest das Deutschland als Konkurrenten ja ausgeschaltet hatte, Indien und China 1945 nicht als nennenswerte machtpolitische Größen galten, es in der Zielplanung der zu gründenden NATO, es nur noch die Sowjetunion war, die es galt zu kippen, damit die angloamerikanische Achse ihr monopolkapitalistisches Projekt der City of London, der Wall Street, realisieren könne. Was mir Hoffnung macht, Panterei, alles fließt. Im Jahre 2024 haben sich die Karten auf und in dieser Welt grundlegend neu gemischt. China und Indien, dass die angloamerikanische Achse schon 1904 restlos abgeschrieben hat, noch 1970 galten Indien und China
als Nullgrößen im machtpolitischen Geschehen auf dieser Welt, haben sich doch die Entwicklungen in den beiden letztgenannten Ländern so dermaßen legendär wirtschaftlich entwickelt, dass mittlerweile halt Indien das drittgrößte, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, China Platz 1, Russland halt auf Platz 4. Die Blütenträume der angloamerikanischen Achse, zuerst Russland zu schleifen, um dann die Chinesen zu liquidieren und zu hoffen, dass dann der Subkontinent Indien mit 1,4 Milliarden Menschen ihnen dann willenlos und machtlos in den Schoß fällt, wird nicht aufgehen. Hoffnung macht mir, dass zumeist die ehemals brutal kolonialisierten Länder dieses angloamerikanischen Projektes sich mittlerweile dermaßen entwickelt haben, dass auch mit der Ausweitung der BRICS-Organisation, die nachdem sie etliche Jahre mit dem Status von 5 Gründergenerationen Nationen geführt worden war, ich glaube, ich brauche sie hier nicht aufzuzählen, sich ja gerade letztes Jahr um 5 weitere BRICS-Mitglieder erweitert hat, dieses Jahr zu erwarten ist, dass sich die BRICS bei der entsprechenden Konferenz im Oktober um mindestens 30 weitere Staaten vergrößern wird. Und das macht mir Hoffnung, dass in diesem angloamerikanischen monopolkapitalistischen Projekt sich scheinbar nennenswerte Weltstaaten, wie auch jetzt Vietnam, diesem BRICS-Bündnis anschließen und die kolonialisierten Völker gemeinsam sagen, Schluss mit lustig. Das ist halt Hoffnung. Jetzt möchte ich in meinem zweiten Kurzbeitrag dem Worte Trauer widmen. Ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, welches Drama sich gerade in der Ukraine abspielt. Ich habe bereits schon in den anderen Beiträgen darauf hingewiesen, dass halt bei 20 Millionen Menschen durchschnittliche Population pro Jahrgang 284.000, also pro Jahrgang in der Ukraine 142.000 Männer, die tendenziell wehrfähig wären, bislang ja über 600.000 dieser ukrainischen Männer gefallen sind. Die aktuelle Entwicklung in der Ukraine sieht tragischerweise folgendermaßen aus. Aus verschiedenen Quellen bekomme ich durchaus bestätigte Größenordnungen, dass seit etwa 2 Monaten die Ukraine jedes Monat über 50.000 männliche Soldaten in diesem Kriege verliert. Das würde bedeuten, wenn wir das fortrechnen, weitere 600.000 und das bei einer Population von 20 Millionen pro Jahrgang nur 142.000. Das macht einmal mehr deutlich, die ganze Welt und auch wir in Deutschland bezahlen den Preis für diesen Krieg. Aber ich glaube, sagen zu müssen, den allerschrecklichsten Preis für dieses Gemetzel bezahlen die Menschen in der Ukraine, wo ja quasi 10 Jahrgänge Männer fast zu 60, 70, 80% liquidiert werden. Ich möchte im Abschluss meines Beitrages von heute, und ich wünschte mir fast, dass das eine kleine Tradition im Geschehen wird, eine Minute, eine kurze Schweigeminute für alle Kriegsopfer und Hinterbliebenen gerne anregen.
Menschenrechte müssen natürlich auch für den Einzelnen gelten, aber vor Gericht, wenn sie einem vor Gericht streitig gemacht werden. Mir wurde von der Justiz in Dresden der Mietvertrag gekündigt und ab Januar 2022 und das wurde einfach begründet durch völlig willkürliche Formulierungen, dass ein angeblicher Lebensmittelpunkt in einer Wohnung, in der ich gar nicht zum Schluss mehr gewohnt habe, bestand. Und das ging dann auch für das Bundesverfassungsgericht, habe ich das also bestritten, diese Mietvertragskündigung. Das wurde dann auch ohne Begründung und abgewiesen und das ging dann also vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg unter dem Aktenzeichen 316223 und das wurde nach zehnmonatiger Bearbeitungszeit auch jetzt plötzlich abgewiesen durch Richter Carlo Ranzoni am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und zwar auch ohne Begründung, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das begründen muss, laut Artikel 45 Menschenrechtskonvention. Und deswegen habe ich jetzt eine Online-Petition ins Internet gestellt unter Shortlink bekommen, unter openpetition.eu. / Ausrufezeichen LHXRR und das wurde also, hatte ich eigentlich begründet, diese Klage mit Artikel, also Verstoßen gegen Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 13 Menschenrechtskonvention und ohne Begründung jetzt auch abzuweisen. Das ist also nicht zu verstehen, warum das abgewiesen wurde. Und wenn ich also genug Zustimmung bekomme in dieser Petition, dann könnte dann der Europäische Gerichtshof vielleicht doch noch seinen Artikel 45 Menschenrechtskonvention einhalten und mir eine Begründung für diese Abweisung geben. Ja, also bitte unterzeichnet wird möglichst zahlreich in dieser Online-Petition, ja, also unter openpetition.eu / LHXRR. Oh ja. Ja, der Kulturbeitrag. Ich habe ein altes Buch gefunden. Immer finde ich so alte Bücher. Manchmal auf dem Altmarkt ist das gefährlich, aus scheinbar alten Büchern vorzulesen. Kommt dann ganz schnell die Polizei und findet das gefährlich oder staatsgefährdend. Das alte Buch auf dem Altmarkt war das Grundgesetz. Jetzt habe ich ein noch älteres Buch. Vielleicht ist das auch gefährlich. Zumindest trägt es einen gefährlichen Titel. Es heißt Revolution von Rechts. Der Autor ist später, das relativiert die Gefährlichkeit vielleicht ein bisschen, der Gründer der Fraktion oder des Bereichs Soziologie der Universität Leipzig geworden und hat diesen Bereich bis 1969, glaube ich, in der DDR aufgebaut. Ich hatte erst gedacht, ich fasse das irgendwie zusammen, aber ihr seht, ich bin aus dem Zettel und Unterstreichen gar nicht rausgekommen, weil es ist jeder Satz ein Treffer. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht finden wir die Zeit, die Geduld, uns das Stück für Stück vorzulesen und dann darüber nachdenken oder ins Gespräch zu kommen. Diese Ausgabe ist jetzt von 1931. Eine neue Front formiert sich auf den Schlachtfeldern der bürgerlichen Gesellschaft. Die Revolution von rechts.
Mit der magnetischen Kraft, die dem Losungswort der Zukunft innewohnt, ehe es ausgesprochen wird, zieht sie aus allen Lagern die härtesten, die wachsten, die gegenwärtigsten Menschen in ihre Reihen. Noch sammelt sie nur, aber sie wird schlagen. Noch ist ihre Bewegung ein bloßer Aufmarsch der Geister, ohne Bewusstsein, ohne Symbol, ohne Führung. Aber über Nacht wird die Front stehen. Sie wird die alten Parteien, ihre festgefahrenen Programme und ihre verstaubten Ideologien übergreifen. Sie wird den verstockten Klassengegensätzen einer hüben wie drüben kleinbürgerlich gewordenen Welt zwar nicht ihre Realität, aber ihren Dünkel, politisch produktiv zu sein, mit Erfolg bestreiten. Sie wird mit den Resten des 19. Jahrhunderts, wo es noch fest sitzt, aufräumen und die Geschichte des 20. freimachen. Wer in dem vorgestrigen Schema von Bourgeoisie und Proletariat, von Klassenkampf und Wirtschaftsfrieden, von Fortschritt und Reaktion denkt und nichts auf der Welt kennt als Verteilungsprobleme und Versicherungsprämien für die zu kurz gekommenen, nichts als Interessen, die sich gegeneinander stemmen und einen Staat, der zwischen ihnen vermittelt, der sieht natürlich nicht, dass seit gestern eine Umgruppierung der Ziele und der Kräfte im Gange ist. Er verwechselt die Revolution von rechts mit allerhand braven, aber ungefährlichen Störenfrieden und Sonderlingen der alten Welt. Mit nationaler Romantik, mit konterrevolutionärem Aktivismus, mit idealistisch verputzten Juste Milieu oder mit dem famosen Staat über den Parteien. Er denkt, hier werde Faschismus imitiert, Action Française in Deutschland auf Flaschen gezogen oder ein Sowjetdeutschland mit Hilfe gewisser Reminiszenzen aus der deutschen Rechtsgeschichte auch für die Romantiker verlockend gemacht. Das Versöhnliche ist, dass er bei all diesen Verwechslungen selber kein gutes Gewissen hat. Am Ende spürt er nur, dass irgendetwas Unbegreifliches von außen an seine Scheuklappen troppelt, womit er denn, soweit ihn die Sache betrifft, vorläufig das Richtige getroffen hat. Aber auch diejenigen, in denen der neue Wille lebendig ist, haben zumeist nur ein halbes Bewusstsein des Geschehens. Sie reden die krampfhafte Sprache eines vergangenen Radikalismus, wenn sie sich selbst erklären wollen. Oder sie trauen sich nicht einzusehen, dass die Dinge, wenn man nach vorn blickt, anders aussehen, als sie ein Jahrhundert lang ausgesehen haben. So verheißungsvoll es ist, dass die Revolution von rechts, ohne sich selbst zu beweisen, zu rechtfertigen oder zu fordern, stillschweigend innerhalb der alten Gesellschaft die Elemente einer neuen formiert hat, so sehr ist es an der Zeit, dass die neue Wirklichkeit einen ersten Begriff ihrer selbst gewinnt. Es handelt sich darum, Zweifelnde zu überzeugen, Zögernde zu ermuntern, Widerstrebende heranzuziehen oder Festgelegte loszumachen. Es handelt sich erst recht nicht darum, denjenigen Beweis zu führen, ohne den heute keine Bewegung auszukommen glaubt, dass die Weltgeschichte just auf sie gewartet und alles Bisherige auf sie angelegt habe. Es handelt sich lediglich darum, einige vollendete Tatsachen zu konstatieren, einige vorwärtsdrängende Entwicklungen ins Bewusstsein zu heben und die Entscheidung, die in ihnen herangereift ist, vor denjenigen, die es angeht, hinzustellen. Ich überspringe kurz. Alle bisherigen Revolutionen sind Revolutionen von links gewesen. Überall, wo ein erhebliches Volkshirtentum auf den Hund kam, und welches wäre im Lauf der Jahrhunderte nicht auf den Hund gekommen, verwandelte sich die geduldige Herde in ein wehrhaftes Rudel. Überall, wo eine Herrschaft entartete, verfaulte oder verrohte, und welcher Herrenstand hätte dem süßen Gift der Dekadenz länger als 1 bis 2000 Dutzend Menschenjahre widerstanden, sammelten sich revolutionäre Energien in den Massen auf und ehrgeizige Bastarde waren bereit, sie zur Entladung zu bringen. Eine gut geordnete Ständegesellschaft kann trotz aller Unfreiheiten, die sie dem Bauern, trotz aller Lasten, die sie dem Bürger aufrecht erlegt, jahrhundertelang bestehen. Sie hat ihre innere Bewegung, aber diese Bewegungen strömen in ihr und zersprengen sie nicht. Ihre Mittelschichten drängen nach oben, aber sie bestätigen dadurch, dass es ein Oben gibt.
Jetzt erklärte kurz, in welchen Formationen sich sozusagen diese bisherigen Revolutionen von unten nach oben bewegt haben und kommt dann im 19. Jahrhundert an. Erst in der Hölle der mechanischen Webstühle, erst als die brutalen Maschinen der hochkapitalistischen Produktion die Arbeitermassen im Takt der Konjunkturen vom grünen Lande anzog und aufs weiße Pflaster ausspie, erst als die Männerhände, die Weiberhände, die Kinderhände geworden waren, deren stumpfsinnige Fingerfertigkeit märchenhafte Profite versprach, wenn der Hunger sie billig gemacht hatte, erst im Angesicht dieses Proletariats konnte eine Philosophie der Revolution gefunden werden, ausgekocht genug, um ihres Gegenstandes würdig zu sein. Konnte die Philosophie mit der Revolution und die Revolution mit der Philosophie identisch gesetzt werden. Über den Revolutionen von einst lag Schillers Freiheitspathos, geheimbündlerische Burschenschaftsromantik, mindestens aber der abenteuerliche Ruhm der Barrikaden, um der gerechten Sache willen für einen Maimonat die bürgerliche Arbeit mit dem Handwerk der Gewalt vertauschen, mit reinen Händen Ketten der Tyrannei sprengen. Die Göttin der Freiheit selbst schien von Zeit zu Zeit auf die Erde herabzusteigen und den Menschen ihre Fackel ins Herz zu legen. Nun aber wurde die Revolution zu einer nüchternen, säkularen und von Naturgesetzen fortschreitenden, wissenschaftlich berechenbaren Angelegenheit. Voreilige Zornesausbrüche gegen Unternehmer und Maschinen wurden als verzeihlicher, aber sinnloser Krawall gebrandmarkt. Befreiungslehren, die an die Gesinnung appellierten, als bedenklicher Utopismus verworfen. Nicht in dem weichen Material der Vorstellungen und Gemüter, dem sich alles Beliebige einbilden lässt, sondern in der harten und schweigsamen Dialektik der Dinge, der Maschinen, der Waren, der Produktionsverhältnisse wurde die revolutionäre Geschichte der Freiheit aufgespürt. Man predigte nicht mehr die Forderungen der Göttin Vernunft, sondern man studierte die Struktur der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und man fand, diese bürgerliche Gesellschaft sei vom ersten Ansatz her auf Krach angelegt. Sie sei mit so viel Sprengpulver geladen, dass man auf ihre Explosion bombenfest rechnen könnte. Wenn man nur ihren Bewegungsgesetz richtig analysierte, enthülle sich jeder Schritt ihrer Entwicklung als Schritt zu ihrem Untergang. In ihrem Proletariat, dessen beständiges Wachstum die Bedingung ihrer Existenz sei, produziere sie ihre eigenen Totengräber. Revolutionärer Heroismus wurde nicht mehr gebraucht und war beinahe suspekt. Die Wirklichkeit selbst war als revolutionär durchschaut und die revolutionäre Theorie fühlte sich nur noch als die Spitze, die sie selbstläufige Katastrophe nach Gesetzen der Ideologiebildung vor sich hertrieb. Also ich habe ein Verständnisproblem einfach. Es ging um die Zeit vor 1900. Ich habe da ein Verständnisproblem dazu. Es ging um die Zeit vor 1900 und da wurde irgendwie schon von faschistischen Strukturen gesprochen. Weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang sich das abbildet. Und zum anderen war da noch irgendwas wie mit, man denkt nicht mehr mit Verstand, sondern man denkt jetzt irgendwie an... Also ich habe es nie verstanden. Also vielleicht könntet ihr das einfach nie als Schluss machen, sondern dass ihr das mal erklärt, was uns das jetzt sagen möchte. Also ganz kurz. Das waren jetzt die ersten ungefähr 10 Seiten gekürzt. Also mein Vorschlag war, dass ich Stück für Stück immer was weiterlese, weil das ist jetzt, auch wenn es kurz ist, sind es ja trotzdem so ein paar, weiß ich nie was, 80 Seiten oder sowas. Es ist also sozusagen die Einleitung gewesen, sein Blick auf die Vergangenheit, mit dem er jetzt im 1920er Jahren ankam und versucht hat, so einen Blick zu werfen, was ist bisher passiert und wie sieht die Entwicklung jetzt aus. Und ich finde, diese Erkenntnisse oder diese Beschreibungen, die er da noch, die noch kommen werden und die aber jetzt schon angedeutet sind, also ich habe versucht, das zusammenzufassen und bin bei jedem Satz gestolpert und habe gedacht, das sind so viele einzelne Wahrheiten drin, ich würde das gern mit euch teilen. Es ist also nicht zu Ende, es ist also jetzt wirklich so eine kleine Einleitung gewesen. Ich wollte gerne noch was sagen.
heute zu der, ich habe heute daran teilgenommen an der Demonstration, die Montag am Kulturpalast beginnt und die heute unter dem Zeichen der Friedensinitiative stand, also wo Eberhard König dann der Verantwortliche ist. Und ich, das dachte ich, dass euch das vielleicht auch interessiert, was der Inhalt war. Es war erstmal ihm ganz wichtig, dass dann die Rede gehalten wird von den Rednern unmittelbar und bei der Frauenkirche, wo ja vor einiger Zeit Macron gesprochen hat und sozusagen nicht für Frieden, sondern die Jugend für den Krieg einstellen wollte und zu sagen, dieses Zeichen, das müssen wir, dass diese Kirche ist das Zeichen des Friedens und nicht ein Zeichen des Krieges und deshalb muss unsere jetzige, unsere Friedensbotschaft davon ausgehen. Und die Redner, die dann sprachen, brachten eben auch nochmal das zum Ausdruck, dass also es jetzt mit dem weiteren Waffen nicht zum Frieden kommt, sondern immer weiter das zerstören und die Menschen weiter zu Tode kommen. Und dass es so wichtig ist, dass es endlich zum Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen kommt. Und wir sind gelaufen hinter einem Banner, das ist nochmal so gut, auch nochmal, wo stand Diplomaten statt Granaten. Und was das Allerwichtigste war, war dann, dass ein Brief vorgelesen wurde, den die Friedensinitiative aufgeschrieben hat und sehr gut vorgelesen wurden, wo der Inhalt ist, dass der Ministerpräsident Kretschmer beim Wort genommen wird. Er hätte gesagt, es ist jetzt, er sieht auch ein, dass es nur mit Diplomatie weitergehen kann, mit keiner Waffenlieferung, sondern nur mit Diplomatie. Das hätte er vom Landtag gesagt. Also richtig öffentlich verkündet. Und damit das nicht bloß als Wahltaktik genommen wird, sondern auch ihn dann nochmal sozusagen darauf, also auf dieses Wort hin, ihn zu verpflichten, dann einen Brief geschrieben an diesen Ministerpräsidenten, dass er das dann auch einhält, dass er dann in Berlin entsprechend agiert. Und ich fand, das war sehr gut formuliert, sehr gut aufgesetzt. Und das wollte ich sagen, dass ihr das auch wisst, dass das also heute eine richtig gute Sache war. Also, und dass das wieder das Gemeinsame ist, dass wir den Frieden wollen und wie wir uns einsetzen dafür. Noch drei kurze Sachen. Also mir ist noch was Aktuelles eingefallen. Wir hatten ja hier schon vor einigen Wochen oder mehrmals schon dieses Thema mit dem Versuch des Westens, die russischen Vermögenswerte im Ausland zu enteignen, um sie dann der Kriegsmaschinerie zuzuführen. Und das fußt ja auf der jahrzehntelangen Praxis Russlands, dass sie Europa mit günstigen Ressourcen versorgt haben, mit Kohle und Gas und Öl, und das Geld dann also auch noch im Westen angelegt haben. Also diese Vermögen haben sich deswegen angesammelt im Westen, westlichen Banken, weil eben Russland dem Westen vertraut hat im Prinzip. Ja? Und jetzt hat die EU zwar nicht versucht, die Vermögen selbst, das sind irgendwie sowas wie 200 Milliarden, um die es da geht, zu enteignen. So frech waren sie noch nicht. Das hätte nämlich bedeutet, dass sie selber, dass der Westen selber auf etwa 300 Milliarden hätte verzichten müssen, die er seinerseits in Unternehmungen in Russland abschreiben müsste. Außerdem würde das wahrscheinlich das Ende des Welthandels bedeuten. Aber man hat die Zinserträge aus diesen Vermögen jetzt enteignet. Und das sind also auch schon über 1 Milliarde und will die eben dieser, wie gesagt, den für Waffenlieferungen und für weitere Tote, sinnlose Tote investieren. Das war die eine aktuelle Meldung noch. Dann noch, achso, zwei eigentlich, das andere ist eher was Positives. Und zwar angesichts, wie gesagt, das war ja, Iris, du hast es auch gesagt, das ist ja sozusagen ein Witz, diese Schweizer Gipfel da, es ist ja eine Konferenz der Verlierer und der Versuch, das irgendwie dem noch einen Mantel umzuhängen, als ob das eine Mehrheit sei. Und es ist ja eine militärische, eine ökonomische und eine diplomatische Niederlage, die der Westen da erlitten hat. Und jetzt hat aber in den USA etwas Neues begonnen, nämlich es gab zwei recht prominent platzierte Artikel in einer
konservativen Wochenzeitschrift, ich habe den Namen bloß gerade vergessen, wo sehr intensiv und stark argumentiert wurde, dass man versuchen sollte, das Angebot von Putin, was er ja zeitgleich gemacht hat, das eigentliche Friedensangebot, anzunehmen. Also die Bedingungen waren ja so etwa, Russland wird nicht auf die 4 neuen Gebiete verzichten, die Ukraine muss aus den gesamten Verwaltungsgebieten, also die gesamte Republik Donbass, die ja nur zur Hälfte bisher befreit ist, Cherson, Saporischschja und die Luganskere Republik sich zurückziehen, muss ihre Neutralität erklären und also insbesondere, dass sie nicht in die NATO geht und dann kann es Frieden geben. Und die Amerikaner haben jetzt eben lanciert und diskutieren anscheinend darüber, dass sie dieses Angebot annehmen sollten. Also da beginnt was ins Rollen zu kommen, was Gutes vielleicht. Und dann wollte ich noch angesichts der vielen, vielen Informationen, die hier immer so ausgetauscht werden, nochmal eine Frage stellen. Wir haben ja, die wir hier stehen und viele, die eben sich immer auf den Straßen finden, langsam aber sicher gelernt, uns zu informieren mit diesem eigenartigen Ding, was das Internet ist, was sicher auch nicht so gedacht war, aber nun einmal so funktioniert, dass man da jenseits dessen, was uns in die Köpfe gejagt werden soll, Angst und jede Menge völlig falscher Wahrnehmungen von Wirklichkeit, eben sich wirklich echt zu informieren. Und ich wollte fragen, wie es uns eigentlich gelingen kann, davon einfach mehr Menschen anzustecken und ihnen zu zeigen, wie das geht. Denn ich glaube, erst wenn andere auch in der Lage sind, sich wirklich zu informieren, kann es dann auch wirklich eine Veränderung geben. Werden hat bestimmt noch einige Sachen, die gesagt werden könnten. Das würde ich auf jeden Fall mal Roberts Frage mitnehmen, aber wir sind heute deutlich über der Zeit und weil wir unsere Stunde ja ungefähr halten wollen, wird es im Anschluss noch ein kurzes Orga-Treffen geben, zu dem natürlich alle eingeladen sind und dann bleiben wir hier auf dem Platz, um Themen weiter zu diskutieren und vielleicht weiter auszuweichen, wie es uns beliebt. Aber zum Abschluss des offiziellen Teils möchte ich jetzt die Forderungen der Mahnwache Frieden verlesen, die da wären. Wir fordern den Stopp deutscher Kriegsbeteiligung. Wir fordern das Verbot von Rüstungsexporten und Atomwaffen auf deutschem Boden. Wir fordern keine Bundeswehreinsätze im Ausland und im Inland gegen die eigene Bevölkerung. Wir fordern keinen Drohnenkrieg von deutschem Boden. Wir fordern Respekt vor dem Leben statt Ausbeutung und Profitzwang. Wir fordern Humanismus statt Kapitalismus. Wir fordern Politik für das Allgemeinwohl statt Lobbyismus und Korruption. Und wir fordern Freiheit für Julian Assange. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Danke.